meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013 together mit dem Dino. That's me. Der heute Lippenstift drauf hat. That's me. Ja, Leute, nicht wundern. Wegen der Facecam, ich sehe so aus, als hätte ich Lippenstift drauf. Hat er. Schöner Kussmund. Ja, sieht so aus, als hätte ich Lippenstift drauf. Den habe ich extra für dich aufgetragen, meine kleine Wonneproppen. Sehr schön. Weil du mich immer machst, Karussell. Ja. ich habe gerade Tomatensalat gegessen und jetzt, Pferd ausschmücke ich einen Zaun, ja. Sehe ich so aus, als war's Haus, nicht der Zaun, Junge. Zaun ist für Anfänger. Bin ich ja gespannt, wie ich jetzt. Also, das ist. Ich weiß. Da kannst du ganz normal durch, ne Kollision. Ich weiß nicht, für welche Mähdrescher das hier gebaut wurde, allerdings nicht für diesen. Und der ist ja schon sehr klein. So, auf jeden Fall, ich habe gerade Tomatensalat gegessen, war sehr lecker und jetzt habe ich irgendwie so einen ganz roten Mund. Vielleicht liegt es an der Zwiebel, dass meine Durchblutung jetzt so angeregt wird. Da. Was machen wir eigentlich, wenn wir die zwei Felder geerntet haben? Ansehen. Richtig. Was war daran nicht so lustig? Nix. Gut. Weil ich die Antwort schon. Oh. Weil ich die Antwort schon wusste. Ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Papa ist stolz auf dich. Papa ist ganz so stolz. So, müssen wir mal schauen. Ah, die zwei Felder anzusehen, das lohnt sich ja fast gar nicht, ey. Mal echt klein anfangen. Aber Zeit kann man ja schon vorspulen, ne? Ja. Wenn wir das jetzt geerntet haben, müssen wir nicht 24 Stunden warten. Mensch. Oder 48. La 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 la. So. Mais. Was ist mit Mais? Naja, erstmal den Lager leer machen. Das machen wir dann nämlich als nächstes. Ah, ich will auch mitmachen. Naja, wenn du fertig geerntet hast und das in den Hänger rein, da hast du ja Raps und dann holst du noch den restlichen Raps aus dem Lager raus. Kann ich machen, René. Gutino. So. Wie war eigentlich euer Zusammenleben in eurem Zimmer bei der Gamescom? Weil du und Klick, ihr wart ja zusammen auf einem Zimmer, allerdings in getrennten Betten, was ich sehr schade fand. Ihr wart so süß. Nein, Du mit Jean Ohren, trotzdem hab ich keinen Sinn gedacht. Wie war es eigentlich so? Logisch. Mit Klicki zusammen auf einem Zimmer? Ja, hattet ihr Spaß abends? Als wir über dich gelästert haben, auf jeden Fall, ja, da haben wir uns die Seele aus dem Leib gelacht. Ja, hat das gut gemacht? Ja. Mit dem Mund? Bei dir auf jeden Fall. Ach, er hat heute mal wieder einen kleinen gefrühstückt. Nee, aber ansonsten war schön. Normal halt, ne? Das würde man sich schon jahrelang kennen. Klicki ist ein super Typ, also muss ich ehrlich sagen, das jetzt mal ohne Quatsch und Mist, ich hätte nicht gedacht, dass ich Klicki so cool finde, also muss ich jetzt wirklich mal sagen, weil er ist extrem sympathisch. Und ja, ich weiß nicht, ist einfach so ein Typ, mit dem kommt man aus. Der ist einfach so, keine Ahnung, so unkompliziert und ja, egal was. Und das Krasse ist, Klicki haut ja immer mal einen raus, ne? Das kennen wir ja schon. Aber was er auf der GC losgelassen hat, das war der Hammer. Also, ich meine, Freundin, wir haben ja durchgehend gelacht, wenn wir uns mit ihm unterhalten haben. Also, das war. Ist halt Klicki. Alles Wahnsinn. Bring mal den Schneidwerkswagen mit, bitte. Ja, bin gerade unterwegs. Nee, muss ich schon sagen, also war ein cooler Typ. Ja. Ich hätte es nicht gedacht, weißt du, dass man so gut mit ihm auskommt. Würdest du sich das jetzt halt denken, was hat der ausgedacht? Naja, nee, ich habe jetzt nichts Schlechtes gedacht oder so, aber man, bei Klicki war halt auch so, da hatte ich so keine Vorstellung. Das ist zum Beispiel, Klicki ist zum Beispiel wie. Ja, wenn ich das jetzt wieder sage, dann schreibt mir da irgendwelche Leute dem das in die Kommentare, dann guckt er sich das Video an und hört rum. Na, ich lasse einfach.
Na egal, nee, aber wie gesagt, also dann mit Glück hier war ich positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Obwohl der Anfang ja etwas schwierig war, ne, unseres Kennenlernens. Warum war das schwierig? Keine Ahnung, weil so zwei Vollhongs vor meiner Haustür standen. Naja, die kenne ich. Also, ohne Scheiß, ich muss jetzt mal hier das Wasser reinziehen, das ist ja sowas von geil gemacht. Vor allem mit diesen Seerosen da und hier vorne habe ich jetzt noch so einen Wasserfall entdeckt, glaube ich. Oh, ist das cool. Jetzt bin ich unter Wasser, das ist natürlich nicht so cool. Ja. Also, du musst lassen, die Aktion hat dich überrascht. Ja, also überrascht war ich wirklich, weil ich hatte echt keinen Dunst. Wer da vor der Haustür steht. Nee, da muss ich euch sagen, dass das Ding ist euch gelungen. Was hast denn du gedacht? Na nix. Was willst du denken in dem Moment? Naja, es klingelt 5 Uhr in der Früh an der Haustür. Naja, bestimmter Paketbote. Keine Ahnung. Ey, mit diesem Bach auch, ey, wie geil das aussieht. Ich klinge, hat es schon aufgegeben, weil da kam irgendwie so ein Transporter noch, also wo Maru dann reingefahren ist, kam noch so ein Transporter irgendwie. Und ja, das ist doch Dino sein Baustellenauto, der holt doch jetzt gerade Semmeln, die Sache klar. Ein Riesending, weißt du, hinten dran, der holt doch gerade Semmeln. Ja, da fährt er mit Mercedes, wie hießen die Dinger, mit so einem Mercedes-Lane-Bus fährt er da los. Na um immer. Die sechs Semmeln zu holen. Ja. Aber mir ist auch, also im Nachhinein weiß ich, dass auf dem Parkplatz noch ein Fahrzeug stande. Ja. Natürlich habe ich gar nicht, also überhaupt nicht dran gedacht, dass ihr das seid. Und ich wusste auch nicht, ich wusste auch nicht, dass Clicky einen weißen Ford Focus hat. Ich bin davon ausgegangen, dass er einen orangenen hat. Ach so, okay. Weil diese Ford Focus ST immer orange sind, das ist so diese Farbe von denen, weißt du? Die kannst du natürlich auch in allen anderen Farben bestellen, aber... Ich bin halt einfach von der Ausgang, dass er orange ist. War aber nicht. Ja, das war aber nicht. Ah. Oh. Man verrußt ja auch noch vorher so schön an. Ja, ich habe halt auch so gesagt, ich rufe mal hier Randy an. Mal gucken, ob er schon aufgestanden ist. Und du hast echt gut gespielt, also das muss man sagen. Ich bin echt davon ausgegangen, dass du noch im Bett gelegen hast. Und verpennt hast. Ja gut, verpennt hätte ich ja gar nicht können, weil Klicki mich so das abgeholt hätte. Ja, aber naja gut, du hattest ja gesagt, Klicki kommt gleich. Ja, ja. Also bin ich schon ausgegangen, okay, in 10 Minuten ist Klick da und er liegt noch im Bett. Aber war schon cool. So, warte mal, wo befülle ich jetzt? Achso, einfach nur hier reinfahren oder was? Ne, wo befülle ich jetzt hier? Raps? Hier ist, abladen. Hier ist abladen. Oh, diese Quietschgeräusche sind auch nice. Wow. Ich fand es auch so gut, dass es Jean auch sehr halbwegs positiv aufgefasst hat. Die hat sich ja gleich in die Küche verkrümelt. Ja, ja, ich weiß. Die hat gedacht, jetzt hast du ja noch so eine vollkommen Bekloppten im Haus. Ja, es ist auch immer so ein Ding, weil... wir haben uns ja zum Beispiel schon unendlich viel unterhalten, auch ziemlich viel Zeit miteinander verbracht, schon allein durch die Aufnahmen, YouTube-technisch und so weiter. Aber was Real Life ist, wenn man sich begegnet, weiß ja keiner. Ja, es kann ja auch sein, man denkt auf einmal, das ist das übelste Kloppholz. Ja. So, ich meine, also... Alles schon erlebt. Genau, also ohne Frage. So, und deswegen, also da... Klar ist man am Anfang erstmal... Also man steht eigentlich wieder voreinander und fühlt sich wieder komplett fremd, wenn man sich das erste Mal begegnet. Obwohl man vielleicht noch ein paar Stunden vorher ganz gechillt und ganz normal miteinander gesprochen hat, fühlt man sich eigentlich wieder so komplett fremd. Finde ich. Oder? Wie hast du das so empfunden? Normal, ne? Sieht es genauso aus wie in deinen Videos. Ach Quatsch. Ja, ja. Ich schneide ab. Ja, schade. Ey. Ich habe immer extra jemand anders reingeschnitten. Das nicht so auffällt. Bei Clicky hat es mich, mich abgeholt. Der Unterschied zur Stimme. Ebenfalls am Anfang. Das war eine Blöde. Ja, Klick. Und das war ja noch das Nächste. Ich wusste ja gar nicht, wie Klick aussieht. Du hast mir nochmal ein Foto gezeigt. Ja gut, das war jetzt auch nicht der Burner. Also das Foto. Alter, ja. Ja, und da wussten wir ja gar nicht, wie er so richtig aussieht. Und das ist ja auch dann immer so eine Sache, ne? Was steht dann für ein Agent vor dir? Ja, das weiß man ja auch immer nicht. Er stand dann vor dir in schwarz.
Er stand da vor mir, der Agent mit der Maske. Ja, ja, und gerade deswegen, weil du das so schön sagtest, das ist dann ja komplett was anderes, als ich gedacht habe. Dann besuchen wir dich halt gleich mal so, wie du es gewohnt bist. wo muss ich das hinfahren? Du hast mehrere Abladestellen. Warte mal. PDA. Du kannst zum Beispiel am Depot, das ist so ganz links. Nee, Raps muss ich am Depot. Warte mal, bis jetzt das Depot. Nur Depot, ja. Das ist ganz links. Das Depot schaffen, weil der hat das Doppelte wie bei allen anderen. Richtig, und Depot, das ist so bei Feld 18 weiter links. Da ganz links, ganz links da. Ach, da bei Feld 18. Oh, da habe ich auch eine Reise vor mir. Da hast du wirklich eine Reise vor dir. Ja. Das macht nichts, habe ja den grünen Traktor. Ich wollte gerade sagen. Naja, und auf jeden Fall. Ja. Hat ja trotzdem alles ganz gut geklappt, auch wenn sich Jean erstmal wieder in die Küche verkrümelt hat. Der hat sich erstmal in die Küche verkrümelt, auf jeden Fall. Hat sie danach noch irgendwas gesagt? Nö, gesagt hat sie nichts. Ja, gut. Ja gut, du hast dann den Korb von ihr gekriegt. Ja, ja. Aufgrund der Situation, denke ich mal. Das hat Dalu ja festgestellt. Ja, ja. Ja. Ich meine, sowas Ungewöhnliches ist es ja nicht, wenn da zwei Typen mit Maske vor der Haustür stehen oder dann im Wohnzimmer bzw. Esszimmer. Was? Unterlenker auf zu? Naja, habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden, ach, was das ist. Das ist vorne, alles klar. Das ist, das ist vorne. Okay. So, na dann, düsen wir mal los. So. Packen. Fahren wir nämlich auch gleich mal hier Anschlag mit Allrad und der Zwillingsbereifung. Aber das Schöne ist, diese spontane Idee mit dem Besuch, die kam erst vor zwei Tage, bevor es da eigentlich soweit war, ne? Ach so? Ja, das war an dem Wochenende, wo ich mich mit Klick einfach so unterhalten hatte und er meinte halt, er hätte. Da ging es halt darum, ich hatte halt die Idee, dich zu besuchen, aber halt nicht so stinknormal, sondern sollte halt schon ein bisschen Avenger sein. Und wie gesagt, ich hatte halt noch ein paar Masken daheben und dann meinte, ja, ich habe wohl eine die Haare dran. Ich sag, Gilly oder was? Ja, na, dann hat er mir ja das Foto geschickt von dem Scheißding, weißt du? Ich sag, ja, die nimmer. Ja, ja, da habt ihr euch Spaß gemacht, hä? Den Mackie, wow, den Mackie schön verarschen. Ja. Das können sie, die Gauner. Ja, bist du gleich drei Schritte weiter zurückgegangen, wo du die Tür aufgemacht hast? Ich wusste, dass ich gleich durchgeladen habe. Bruch, Kieferbruch, ups. Wenn's kommt, adieu. Hast ja nicht mehr gesehen, wer da draußen überhaupt stand. Das was noch geiler gewesen wäre, also was wirklich richtig geil gewesen wäre, wenn mir das einer gesteckt hätte und ich dann euch hochgenommen hätte. Das wäre richtig geil gewesen. Da wären euch die Fressen weggeklappt. Wenn so, weißt du, so rausgekommen und ihr steht dann so vor der Tür und ich zieh dann hier so eine. Gibt's da diese. Wie heißen diese Pistolen? Diese mit diesen Kügelchen? Airsoft. Airsoft, die sehen ja sauecht aus. Ja. Weißt du, dann quasi so kurz zurück oder in die Garage fix so die Tür auf. Schublade aufziehen und die Knarre rausholen und euch in die Fresse halt! Ey, da hättet ihr aber den Kackstift in der Hose gehabt, das kannst du wissen. Oh, glaub ich weniger. Aber hundertprozentig! Geschossen hättest du eh nicht, weil das kannst du im Mamiland machen, aber nicht bei uns. Ist ja egal, in der Situation bist du erstmal so geflasht. Oder? Da hättest du den Kackstift. Es war ja eigentlich so mehr oder weniger mit den Masken. Hätte Clicky nicht diese Monstermaske gehabt, wäre mir sowieso in der Richtung so Richtung Bullen gegangen. Aber da war halt die Zeit einfach nicht mehr dafür da. Hätten wir da noch so zwei, drei Wochen vorher Zeit gehabt, hätte ich mir noch schön so eine halbe SEK-Ausrüstung besorgt. Wenn ich dir ein was nicht abge... da gibt es einen orangenen und einen weißen Abladepunkt. Echt? Hm. Aber red weiter genau im Text. Nebeneinander. Aber wenn ich dir ein was nicht abgenommen hätte, ja, dann du in Polizeiuniform. Ja, nee, Polizei hätte ich es ja nicht mal. Ja, denkst du, ich zieh mir so einen grünen Fummel an oder was? So, guck mal aufs Geld. 44.000. Jetzt wird weniger, jetzt wird es wieder mehr. 67.000, 90.000, 73.000, 75.000, 76.000. Wie viel hast du gekriegt? Ungefähr? Na, von also 46.000 zu 76.000. Also 30.000. Richtig. 18.000 Liter, na, das passt. Das passt.
Ja, nee. Ich hätte mich dann ja auch nicht in so eine grüne Uniform reingezwängt. Das ist sowas. Hier kann man Wolle verkaufen. Wolle, Schweine, Rinder. Ah, ja, okay. Das hätte ich natürlich nicht gemacht. Das Problem ist, war ja so, weil ich. Wir wussten ja nur auch nicht, wo dein Haus so liegt. Weißt, wir hatten ja nur so gedacht, wie ein bisschen weiter vorne, so schön von der Bundesstraße abgeschieden, in so einer ruhigen Gasse, da hätte man das ja machen können. Aber alleine, dass die Bundesstraße da ist und der Supermarkt und alles. Na gut, der war ja zu. Ja, ist richtig, aber trotzdem, wenn da zwei Maskierte dann von mir aus sehen, dann noch aus wie SEK oder sonst was mit ihren Plastikwaffen. Aus der Nachbarstadt. Du, gekommen, dann hätten euch verhaftet, ey. Maskiert über den Parkplatz gelaufen, ey. Ja. Hat die euch hochgenommen. Leider Flecke gewesen. Ich hätte gesagt, nö, die kenne ich nicht. Ja. Da war dann, das wäre das Risiko viel, da wäre das Risiko viel zu groß gewesen. Die kenne ich nicht. Ach ja. Ja, aber so war es ja ganz gut. Ich kann mir nichts sagen. Ups. Ich wollte gerade sagen, du hast Bautzer Semfonut, das sie gekriegt. Das stimmt. Kriegst du mir auch nicht jeden Tag geschenkt. So, meine Freunde, dann war es das auch erstmal wieder für diese Folge. Mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung in Form eines Däumchens. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss.